Musiker eingeladen. Sie haben es auf der Einladung sicherlich gelesen. Sabine Mattes, Sopran. Ich stelle sie nachher mal vor, wenn sie kommen. Sven Lezke am Klavier und Jan Hartmann, Bratsche. Und ich denke, das wird eine sehr schöne Mischung, die wir da haben, aus Erzählen und sozusagen Musik von richtig ausgebildeten Musikern und gemeinsam singen. So ist die Idee. Das Prinzip ist, einer erzählt eine Geschichte, die anderen hören zu und dann erzählt der nächste Geschichte. Ja, eine Geschichte. Ohne Feedback. Ohne Feedback, genau, ohne Unterbrechung. So, und Weihnachten ist ja, also die Weihnachtszeit ist ja dazu angetan, dass man sich erinnert, dass man nachdenklich wird, dass man zurückgeht und sich fragt, ja, was ist gewesen? Das ist ja die Zeit, in der es auch mal Zeit für sowas gibt, ja, für sowas Nachdenkliches. Und deshalb freue ich mich sehr, dass wir heute hier diese gemeinsame Runde haben und ja, dass Sie Ihre Geschichten erzählen wollen. Also mein Schützenerlebnis, das hatte ich eigentlich vorher während der Weihnachtszeit. Und ich möchte das mal einfach kurz erzählen, mit so einer kleinen Einführungsgeschichte. Das war mal eine Kerze. Unser kleines Kirchenmäuschen, eine graue Kirchenmaus. Und jedes Mal, wenn der Gottesdienst zu Ende war, wurden die Kerzen ausgemacht. Und dann kam das graue Mäuschen zur Kerze und sagte, das ist eigentlich schade. Ich würde das auch mal erleben, wie schön das ist, wenn du brennst, die Wärme, die du abgibst. Und da sagte die Kerze zu der kleinen Kirchenmaus, sagst du, weißt du was, das nächste Mal behalte ich einen Funken in meinem Dach. Und dann werde ich brennen. Und genauso geschah, als der Gottesdienst vorbei war, die Menschen waren alle raus aus der Kirche, da fing die Kerze an zu brennen. Und der kleine Mäuschen kam zur Kerze und sagte, ist das toll, das ist so schön hell, so schön warm und mollig bei dir. Die war sowas von happy und begeistert. Und dann guckte sie so und bemerkte, dass die Kerze eigentlich immer kleiner wurde. Und da sagte die Kerze zu der kleinen grauen Kirchenmaus, sagst du, Mäuschen, weißt du eigentlich, was Glück ist? Guckte die Maus da an, nee, weiß ich nicht so recht. Und dann sagte die Kerze, Glück ist brennen und vergehen. Mäuschen schüttelte den Kopf und sagte, sagt die Kerze, hast nicht verstanden. Ne? Und dann sagst du, komm mal her, ich erkläre dir das. Sagst du, Mäuschen, wenn ich jetzt hier nicht brennen würde, wenn ich dir nicht meine Wärme geben würde, dann hätte ich niemals dein Lächeln in deine Augen gesehen. Ich hätte niemals gesehen, wie glücklich du bist. Ich hätte niemals deine Freude gesehen. Deswegen habe ich mich für dich hingegeben und habe für dich gebrannt. Und so haben wir das vorher ja erlebt. Wir sind rausgefahren in Krankenhäusern, der Bernd Siegelkow, der Leiter von der Arche und ich, und haben dort den Leuten Geschenke gebracht, wir haben Kuchen gebracht, wir haben Lebensmittel gebracht, weil wir gesagt haben, die Leute sollen einfach wissen, dass Weihnachten ist. Aber das schönste Erlebnis hatte ich. Wir haben bei uns eine Frau nebenan, die wurde krank, die hatte Krebs gekriegt und musste genau zur Adventszeit im Krankenhaus. Und dann haben wir uns gedacht, da werden wir hinfahren und werden die Weihnachtsfeier einfach auf Krankenzimmer verlegen. Und dann haben wir ein Radio gepackt, ein paar schöne CDs mit Weihnachtslieder und sind dort in das Krankenzimmer hin. Und dann haben wir die beste Weihnachtsfeier gehabt. Wir haben Weihnachtslieder geschmettert. Das war so toll, ja. Und ihre Nachbarin, das war eigentlich so ein bisschen so eine bösartige Frau. Und die konnte keiner auf der Station so richtig leiden. Aber die war nachher sowas von friedlich und wir hatten eine Harmonie auf dem Zimmer. Also du hast gar nicht gedacht, du bist im Krankenhaus. Ich weiß noch, das waren so knappe 2 Stunden. Und zwischendurch ging bloß einmal die Tür auf und da guckte die Krankenschwesterin, als sie uns da unsere Niederschmettern hörte, die guckte ganz erstaunt, die sagt, alles in Ordnung bei euch? Naja, haben wir gesagt, das ist alles in Ordnung. Also das war so schön, das war eigentlich mein schönstes Erlebnis. Wir haben dann diese Frau, die krebskranke Frau, noch ein halbes Jahr begleitet
Und die ist heute wieder top. Die fühlt sich top wohl. Hinterher hat sie mir erzählt, sagst du, weißt du, Werner, eigentlich habe ich gedacht, wie schade, das wird ein trauriges Weihnachten, Advent im Krankenhaus. Aber sagst du, hinterher habe ich gedacht, das war mein schönster Advent, das war eigentlich meine schönste Adventsfeier, die ich erlebt habe. Und deswegen hatte ich so im Vorfeld das Beispiel mit der Kerze erzählt. Das ist eigentlich so schön, wenn man sich anderen Menschen hingeben kann, wenn man die Liebe und das Glück, was du selber empfängst, wenn du an andere Menschen weitergeben kannst. Ich denke mal, ein größeres Glück gibt das eigentlich gar nicht. Dankeschön. Ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen, wenn ich immer dann in der Geschichte von Oma und Opa erzähle. Ich bin bei den Großeltern aufgewachsen, meine Mutter starb, als ich 7 Jahre alt war. Und meine Großeltern haben dann meinen Bruder und mich als zweite Generation großgezogen. Deshalb, wenn ich einen Hut hätte, ich könnte mehrfach am Tag vor meinen Großeltern den Hut ziehen. Denn es war ja nicht in einer Zeit wie heute, wo man also Unterstützung bekam, wo man kaufen konnte, was nötig war und so weiter. Es war eine schwere Zeit, als meine Großeltern diese Pflicht übernahmen und sie wunderbar erfüllt haben. Doch nun zur Weihnachtszeit. Natürlich wurde bei uns auch Weihnachten gefeiert. Und die Oma war eine Oma, wie sie im Buche steht. Es wurde alles wunderbar vorbereitet. Es gab Heimlichkeiten. Im Koffer oben auf dem Schrank im Schlafzimmer waren die Geschenke und wir waren ein bisschen sportlich veranlagt. Also kamen wir natürlich, wenn Oma und Opa nicht da waren, auch mal an den Koffer. Aber das war nicht das. Es gehörte zur Vorbereitung, dass gebacken wurde, Marzipan selber gemacht wurde. Nüsse und Äpfel kamen aus dem Garten. Es war alles sehr schön. Wenn der 24. Dezember kam, dann war die wichtigste Aufgabe vom Opa, den Weihnachtsbaum zu schmücken. Das war seine Aufgabe. Und natürlich gab es echte Kerzen, elektrische hatten wir nicht, aber mit echten Kerzen haben wir gefeiert. Und wie lief das alles ab? Es war also alles vorbereitet. Nachmittags um 4 etwa haben wir uns dann fein gemacht, also gut angezogen. Dann gab es den ersten Weihnachtskuchen und dann gingen wir in die Kirche. Nach der Kirche kamen wir nach Hause, gab es Abendbrot, es gab immer Kartoffelsalat und Würstchen. Aber es gab ganz zum Schluss des Weihnachtstages noch etwas, was vielleicht der eine oder andere, wenn er aus schlesischen Gefilden kommt, kennt, das waren Mohnpiel. Also eine besondere Spezialität, Mohn und Brötchen und Rosinen und Rum. Also das war was ganz Besonderes. Das war der Abschluss des Tages, des Abends. Es war also Abendbrot gegessen und dann war endlich Bescherung. Natürlich dauerte es für uns immer viel zu lange, ehe es etwas gab, auch wenn es nicht viel war. Ich weiß nicht, wie meine Großeltern das fertig gebracht haben, aber wir bekamen immer etwas. Denn wir waren ausgesprochen arme Leute. Wir gehörten zu denen, die 1945 die große Wanderung der Menschen mitmachen durften. Meine Mutter war 1946 gestorben. Und dann wir beiden Kinder und ich weiß es nicht, wie sie es gemacht hat. Sie hat es gemacht. Sie hat immer ein schönes Weihnachtsfest gemacht. Es gab immer ein schönes Essen und sie war eine vorzügliche Köchin, die alles wunderbar machen konnte. Aber es gab natürlich auch Dinge, die man sich besonders wünschte und die nicht unbedingt leicht zu erfüllen waren. Bei mir war es der Wunsch nach einer Puppe. Und zwar über viele Jahre. Erst 1945, da lebte meine Mutter noch, meine Mutter und meine Großmutter, uns beide im Kinderwagen hatte, wurde alles Mögliche mitgenommen. Irgendwelche Kleidungsstücke, Erinnerungsstücke, ein bisschen Schmuck oder ein Fotoalbum. Ganz wichtig, ja. Ein Fotoalbum. Und für meinen Bruder an mich, jeder durfte ein Spielzeug mitnehmen. Ich nahm eine Puppe mit. Die Mama-Puppe hieß die bei mir. Es war also eine große Puppe, Porzellankopf, gestopfter Balg und dann so groß wie ein Baby. Das war die Mama-Puppe.
Während der Wanderschaft, der wir mehrere Jahre oder 2 Jahre unterwegs waren, waren wir gelandet in einem Gebiet, das also heute zu Polen gehört. Und in dem Haus von Verwandten waren, ich weiß nicht, wo die Menschen alle herkamen, es waren viele zusammen. Und es muss Hunger geherrscht haben. Denn ich kann mich erinnern, dass meine Großmutter einen ganz besonderen Wunsch hatte. Sie wünschte sich mal ein bisschen echte Butter. Ein bisschen echte Butter. Ich hatte damals ein unbeschwertes Kind, also selbst wenn die Mutter gestorben war, Kinder bleiben trotz aller Traurigkeit immer Kinder. Ich hatte eine polnische Freundin und in dem Haus der Freundin muss es Butter gegeben haben. Mhm. Jedenfalls zog ich eines Tages mit diesem einzigen Spielzeug, das ich hatte, mit der Mama-Puppe in das Haus meiner Freundin und tauschte die Puppe gegen ein kleines Schälchen. Es gibt so kleine Kompottschälchen. Ich habe noch ein solches als Erbe von meiner Großmutter. Ein kleines Kompottschälchen voll Butter. Und ich kam freudestrahlend zu meiner Oma und brachte die Schale mit Butter. Und ich kann mich nur erinnern, ich weiß nicht, ob die Oma die Butter gegessen hat. Ich weiß, dass sie geweint hat, als ich damit ankam. Aber die Puppe war weg und die Butter war da und es war alles in Ordnung eigentlich so. Ich war Kind. Wir kamen nach Altruppin, falls jemand Neuruppin kennt. Altruppin liegt nicht daneben. Und es war etwa 1950 oder 51 und ich war 12,5 Jahre alt. Da war beim besten Friseur des Ortes, saß eine Puppe im Schaufenster, die sah aus wie meine Mama-Puppe. Und da wurde mir bewusst, wie sehr ich meine Puppe vermisste. Weil man einfach, ja, vielleicht die Mutter nicht mehr da. Es muss also mehrere Dinge gegeben haben. Und mein größter Wunsch war eine solche Puppe. Ich fragte nach dem Preis und der muss also immens gewesen sein im Verhältnis zu den Pfennigen, die meine Großeltern hatten. Ich weiß noch nicht, ob ich mehrfach danach gefragt habe oder gebettelt habe. Das glaube ich nicht. Jedenfalls war Weihnachten. Der Baum, alles in Ordnung. Und es war schön, gemütlich, ein schöner Baum. Der stand in der Ecke vom Zimmer. Da war das Fenster. Hier war das Sofa. Und wir saßen und jeder bekam etwas, also mein Bruder. Wir bekamen Bücher, wir bekamen was zum Anziehen und wahrscheinlich von der Tante aus dem Westen Fläschchen, Parfüm oder irgend sowas, alles so. Und da sagt die Oma zu mir, na, vermisst du nicht noch was? Ich wagte es nicht daran zu denken. Und dann, na guck doch mal, da hatte sie hinter dem Weihnachtsbaum in der Ecke saß diese Puppe, die Mama-Puppe. Ein Mädchen mit 12,5 Jahren spielte auch damals nicht mehr unbedingt mit Puppen. Aber ich, ein halbes, also mein Bruder bekam auch etwas, der kriegte eine Eisenbahn, der Puppe auch Eisenbahn. Also der Bruder bekam eine Eisenbahn und ich kriegte diese Puppe. Ein halbes Jahr habe ich täglich mit der Puppe gespielt. Ich durfte die Betten aus dem, es gab natürlich kein Puppenbettpardon, sondern ich durfte also unsere Betten nehmen, alles auseinanderräumen, bauen, kochen, machen. Ich spielte ein halbes Jahr ganz intensiv mit der Puppe und dann war es gut. Dann ging die Puppe auf den Boden und wurde vergessen und ich habe sie nicht wiedergefunden. Oh. Ich weiß nicht, was aus der Puppe geworden ist. Ich ging dann als sehr junge Frau nach Berlin, hatte ganz anderes im Kopf, als nur darauf zu achten, was da übrig bleibt. Vielleicht hat die Oma die Puppe jemandem geschenkt, anderen Kindern oder so. Ich weiß es nicht. Aber Fakt ist, als ich dann selbst ein Mädchen hatte und
die anfingen, mit einer Puppe zu spielen, erinnerte ich mich an meine Puppe. Man hat diese Geschichten aus der Kindheit nicht jeden Tag präsent. Es gibt immer Anlässe, woran man daran denkt und das wieder hervorholt. Ja, das war dann meine Tochter, aber ich hatte keine Mama-Puppe mehr für mein Kind. Aber wir bekamen ein Geschenk, das war Kasimir. Kasimir ging bald kaputt, die Augen waren eingefallen, alles. Und als nun die Tochter, meine Tochter, ein erstes Mädchen hatte und dann ein zweites Mädchen bekommen sollte, habe ich gesagt, jetzt wird Kasimir, den wir geerbt hatten, der auch so groß ist, zum Puppendoktor gebracht. Und nun kriegt unser Enkelkind den muss für diese Puppe, als ich die Mama-Puppe bekam, dieses Weihnachten, das war unvergesslich, aber ich muss sagen, es ist erst später wieder in Erinnerung gekommen. Als junges Mädchen denkt man daran nicht, das kommt erst später wieder. Das ist mein, wenn ich so zurückdenke, mein schönstes Weihnachtserlebnis. Das Geschenk, das am tiefsten in mir verwahrt ist. Also ich möchte erzählen von unserem ersten Weihnachten in Aden im Jemen. Das war 1984. Ich möchte aber so als kleine Vorgeschichte erzählen. Mein Mann hat ein Angebot bekommen vom Ministerium für Gesundheitswesen, 4 Jahre nach Aden zu gehen, um dort zu helfen, das Gesundheitswesen aufzubauen. Ich möchte sagen, also mein Mann war in Dresden im Krankenhaus Erzieher Direktor und Leiter der Chirurgie. Er hat nicht lange überlegt, er hat gedacht und gesagt, das müsste die Aufgabe meines Lebens sein. So sind wir also 1984 im Februar nach Aden geflogen und haben versucht, unser neues Leben dort zu finden. Ich muss sagen, in Aden, überhaupt in Arabien, herrschen ja tropische Verhältnisse. Eine wahnsinnige Hitze, 38 bis 40 Grad jeden Tag, eine irrsinnige hohe Luftfeuchtigkeit. Natürlich ist es logisch, die Luftfeuchtigkeit hat den Regen ersetzt, den ich da unten nie erlebt habe. Also die Pflanzen haben von der Luftfeuchtigkeit gelebt. So, und mit meinem Mann sind dann noch 5 andere Ärzte mitgekommen, aus verschiedenen Bereichen, Kinderarzt, Frauenarzt und. Und wir haben also versucht, dort unser Leben aufzubauen. Und mein Mann hat gesagt, dass es für ihn das schönste Gefühl ist, in einem Land zu sein, was Hilfe so bitter nötig hatte. In so einem armen Land, also diese Verhältnisse habe ich hier in Deutschland nicht kennengelernt. So, aber ich möchte jetzt, das war die Vorgeschichte, ich möchte eigentlich zu dem Weihnachtsfest zurückgehen. Wir hatten also 1984 in der Botschaft der DDR im Garten unser Weihnachtsfest gefeiert. Es war also eine richtige, große, schöne Tafel gedeckt mit Weihnachtsgebäck, mit Dresden, also mit Stollen, mit Weihnachtsstollen. Dazu möchte ich aber sagen, dass das Weihnachtsgebäck von Kindern gebacken wurde, die dort in den Kindergarten gingen und in die Schule gingen, von der 1. bis zur 4. Klasse. Das war dort möglich. Also die DDR-Bürger, die dort gelebt haben, konnten ihre Kinder mitbringen, die bis also zur 4. Klasse in die Schule gehen können. So, also die Kinder, wir saßen also da, viele Kinder waren da, kleine Kinder. Und es war in dem Garten, ich sehe das noch wie heute, ein wunderschöner großer Weihnachtsbaum. Muss man sich vorstellen, tropische Verhältnisse, ein Weihnachtsbaum. Also so das weihnachtliche Gefühl, wie es bei uns ja ist, wenn es ab und zu mal schneit und so und Winterverhältnisse sind, das war ausgeschlossen. Dieser Weihnachtsbaum war künstlich, denn im Jemen gibt es keine Tannen und auch keine Fichten. Aber die Kugeln glänzten so wunderbar in der Sonne, es war ein schöner Anblick. So, und ehe wir angefangen haben mit Kaffee trinken, kam also ein großer Weihnachtsmann rein.
richtig so angezogen, wie wir das gewöhnt sind, im roten Mantel und mit Bart und Mütze. Man hat nur seine Augen gesehen. Er schleppte also ein paar Säcke mit Geschenkgruben, stellte er sich hin, hat so ein paar schöne Worte an uns gerichtet, vor allen Dingen, da hat er die Kinder ja, die aufgeregt waren und schon zappelten, die gar nicht erwarten konnten, bis der Weihnachtsmann also mit den Geschenken dann begann. So, der Weihnachtsmann hat also da gestanden und hat gesagt, dass er jetzt die Kinder aufrufen wird und jedes Kind muss eine Geschichte erzählen oder ein Gedichtchen oder ein Liedchen singen und dann kriegt das Kind das Weihnachtsgeschenk. Also die waren alle aufgeregt und die haben prima vorgetragen, die Kinder, die haben viel Applaus gekriegt. Dann kam ein kleiner Junge dran. Ich sehe den Stöpsel noch wie heute. Das war so ein Schlaumeier, so ein witziger kleiner, guck mal, war das Naseweiß. So, der kam also rein mit seinen kurzen Hosen und mit dem hübschen weißen Hemd und war, ich mir merkte richtig, wie die Finger wackeln, er war doch irgendwie sehr, sehr aufgeregt. Er tanzte also um den Weihnachtsmann herum und dann sagte der Weihnachtsmann, willst du uns was vortragen? Ja, der Weihnachtsmann. Dann hat er sich hingestellt und dann hat er gesagt, Weihnachtsmann, du alter Knochen, rück raus, was du mir hast versprochen. Mach keine Mengenke, raus mit den Geschenken. Also uns hat es zerruppert. Wir haben gelacht, wir haben geklatscht. Der Weihnachtsmann stand da, wir haben dann, wie gesagt, nur die Augen gesehen. Er stand nur so, da den muss es, also den hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also ehe wir uns alle erstmal beruhigt haben, hat dann der Weihnachtsmann ein paar passende Worte gefunden und hat dann den kleinen Stöpsel, der ist 6 Jahre alt gewesen, in die erste Klasse dort gegangen, ja, hat er ihm sein Weihnachtsgeschenk gegeben, ja, und alle haben geklatscht und geklatscht und der ist dann zurück an seinen Platz gegangen, war ganz stolz. Wir sind dann an unsere Tafel gegangen und haben unsere Kekse gegessen und der Stollen hat wunderbar geschmeckt. Dazu möchte ich sagen, dass der Stollen von einem DDR-Ehepaar gebacken wurde, die hier in Dresden eine Konditorei hatten, die aber auch da unten waren und die Aufgabe hatten, dort ihr Wissen weiterzugeben und eine Fabrik aufzubauen. Denn die Adner, die kannten ja bisher nur dieses Fladenbrot. Also die haben also beigebracht bekommen, wie man ein normales Mischbrot bäckt, Semmeln und Gebäck, Kuchen und so. Jedenfalls zu Weihnachten hatten wir wunderschöne Stollen gehabt, das hat herrlich geschmeckt. Und wenn wir versucht haben, die Augen zuzumachen, haben wir uns vorgestellt, wir haben ja in Moritzburg in Dresden gewohnt, wir sitzen auf unserer Ofenbank, mein Mann und ich, und gucken raus in den Wald und die Schneeflocken fliegen. Weihnachtslieder spielten, also das, wir haben versucht, uns in weihnachtliche Stimmung zu versetzen. Aber es ist uns nicht so gelungen. Wir haben uns ja mehr immer mit unserem Taschentuch den Schweiß abgewischt. Ja. Es ist ein Grundstück, also wirklich dann an unsere Verhältnisse zu denken. Jedenfalls dieses Weihnachten, das ist jetzt 23 Jahre her, ja, vergesse ich nie in meinem Leben, wie ich diesen Vers, den finde ich nicht mehr aus. Ich muss immer an den Grinstöpsel denken. Also ich fand das so schön und ich dachte, ich erzähle euch mal die Geschichte. Vielleicht gefällt es euch auch. Also meine Geschichte, der Kern der Wahrheit, liegt in meiner Geschichte drin und ich habe sie ein bisschen gemangelt. Es ist ein Hört selbst. In Himmelfort werden jeden Dezember die Türen geöffnet für den Weihnachtsmann und seine vielen freudigen Helfer. Und jeden Tag kommt dort ein Postauto mit einem großen Sack voller Briefe und Karten. Jedes Kind möchte dem Weihnachtsmann nämlich seine Wünsche aufschreiben und ihm sagen, was es gerne haben möchte zu Weihnachten. Die fleißigen Helfer haben genug zu tun, aber der Weihnachtsmann liest auch jeden Wunsch. Und er fasst in den Beutel, in den Sack hinein, holt dort einen Brief heraus, öffnet ihn und zieht einen Zettel heraus.
die Kinder, die schreiben können, die schreiben Briefe. Die Kinder, die nicht schreiben können, malen. Aber die Mutti schreibt immer noch dazu, was es ist, damit der Weihnachtsmann das auch weiß. Er entfaltet den Brief und denkt, so einen verschmierten Brief habe ich noch nie erhalten. Na nun. Dann setzt er sich hin und liest. Lieber Weihnachtsmann, ich habe nur einen Wunsch. Mache bitte meinen Papa weiß. Danke, Arno. Der Weihnachtsmann überlegt, es wird ihm heiß und kalt und es rollen ihm plötzlich ein paar Tränen über seine heiße Wange und plumps rutscht eine Träne auf den Weihnachtszettel und es entsteht ein schwarzer Fleck. Jetzt weiß der Weihnachtsmann, warum dieser Wunschzettel so fleckig war. Er streicht seinen langen Bart hinunter, schüttelt den Kopf und sagt ganz traurig, es tut mir ganz doll leid, Arno, aber ich kann dir nicht helfen. Und wir gingen auf einen Berg, Jebel Kasyun heißt er, der hinter Damaskus liegt. Und wir standen dort inmitten der da erst kam bei uns die richtige, also die Stimmung auf, die wir zu Weihnachten gebraucht hätten, die aber die kann man nicht künstlich erzeugen. Also es war trotzdem die Kinder schön und Geschenke gab alles da. Aber es ist nicht. Man ist dann doch ein heimatverbundener Mensch, gerade an solch bestimmten Feiertagen. Also nicht nur, wenn man alt ist und die Absicht hat zu sterben, dass man in die Heimat will, sondern gerade bei solchen schönen, fröhlichen Festen, da ja eben. Das finde ich auch. Das ist das Wesentliche eigentlich, dass man in der Lage ist, das Weihnachtsfest wirklich als frohes, fröhliches Fest und diese ganze Stimmung darf natürlich nicht künstlich aufgesetzt sein, sondern man muss sie erleben und dieses Erleben kommt eigentlich doch aus den vielen Jahren, auch wenn viel Kummer dabei war und viel Verzicht, aber vielleicht ist dadurch, gerade als der Krieg vorbei war, ich gehöre ja vermutlich hier noch zu den Ältesten überhaupt, waren wir so glücklich, dass wir endlich diese Kriegsnot überstanden hatten. Und für uns war wirklich das größte Erlebnis, was ich nie vergesse, Heiligabend wussten wir nicht mehr, 1945, wie wir unsere Stube warm kriegen sollten und hatten nichts zu heizen, kein Holz, keine Kohlen, es gab nichts. Und da stand in einem, da gab es dann so Geschäfte, Ankauf, Verkauf. Und da stand geschrieben, suche Platten, also damals Grammophon, jetzt Plattenspieler. Ne? Und da hatte ich ein Grammophon, auf das ich sehr, sehr stolz war, weil es schon so eine Art Koffergerät war. Und das wurde getauscht gegen einen Meter Holz. Und dieses, mein ganzer Stolz war eben dieses Grammophon. Aber das Holz war im Moment das wesentlich Wertvollere. Und einen Tag vor Heiligabend, also am 23., bin ich da hingegangen und habe mein Gerät hingebracht, schweren Herzen, mit Tanzplatten und so weiter, von Arnold und Malz. Und der Mensch hat das genommen und wir kriegten Heiligabend vormittags unser Holz vor die Tür gefahren, aber nicht klein geschnitten, sondern als eben Meterstücke. Und dieses Glück, meine Mutti und ich, wir sind die Einzigen, die übrig geblieben waren nach dem Krieg. Wir waren so glücklich mit diesem Meterholz und hatten ja, waren es ja gewöhnt, im Krieg eben Holz zu sägen. Das gehört daher nichts dazu. Und haben uns vormittags vor unsere Wohnung Haustür gestellt und haben gesägt.
nicht mit Trauer oder mit irgendwelcher Wehmut, sondern mit so viel Glück, dass uns das gelungen war, eben noch heizen zu können. Und dann hat damals eben Stiefel angezogen, damit ich mir beim Holzhacken dann nicht irgendwie noch Kummer zufügte. Und als wir dann heizen konnten, das war schön. Das war einfach große Freude. Und auf der Ofenplatte war es ja noch heiß, da konnten wir dann auch noch aus Mehl und Süßstoff und was wir so zusammenfanden, so ein bisschen Gebäck aufgießen und wie Eierkuchen mehr oder weniger. Nicht? Aber das war, sagen wir mal, das ärmste Weihnachtsfest, was ich mir denken kann. Und trotzdem hat das so eine Ausstrahlung gehabt, weil wir so glücklich waren. Und immer, wenn ich jetzt sehe, was alles so für Riesenwünsche da sind und nichts reicht und überall ist trotzdem noch Enttäuschung und alles geht ins Negative. Ich mag diese elegische Stimmung zum Weihnachtsfest, also finde ich traurig an sich. Denn man soll sich über die Gemeinsamkeit und die kleinen Dinge, die uns gegenseitig gemacht werden, wirklich freuen können. Und das vergesse ich deshalb nie. Und ich könnte wirklich mehr erzählen, aber sicher von anderen auch. Das fiel mir gerade ein. Sehr schön. Und vor allen Dingen eben, darf ich das noch sagen? Ja, bitte. Erinnerungen, das klingt immer so ein bisschen, das war und das ist fern und das ist weg. Und deshalb bin ich ein bisschen ein Feind von diesem Begriff Erinnerung. Denn ich sage, mein Leben hat begonnen mit meiner Geburt und endet mit meinem Tod. Und dazwischen liegt mein Leben. Und was immer passiert, wo immer ich dran denke, und selbst wenn es jetzt dieses Holzsägen ist, da sehe ich Mutti und mich vor der Tür stehen und sie sägen. Das ist dann so nah, obwohl es ja 50 Jahre und mehr her ist. Ne? Aber das lebt dann in einem so sehr, als wäre es gestern gewesen. Und dieses Erleben können und wirklich tief empfinden, das ist, finde ich, immer ein Geschenk. Und darüber bin ich glücklich. Des Kontinents ist sehr altmodisch, etwas zurück. Das Land hat keinen Hafen, es hat keinen Zugang zum Meer. Und das bedeutet, dass alles ein bisschen altmodisch ist und dass die Indianer auch wirklich noch Indianer sind. Also es gibt sehr viele ungemischte Indianer, die keine Mischlinge sind. Das Weihnachtsfest nannte ich. Und ich wusste nicht, man kann da oben in der Höhe, wir konnten ein kleines Tannenbäumchen kaufen, was da wuchs offensichtlich. Und ich wusste nicht, wie ich den Baum schmücken sollte. Kleine Kerzen konnten wir zwar kaufen, aber keinen Weihnachtsbaum. Es wuchsen dort grüne Tomaten, die sogenannten grünen Tomaten, die waren steinhart. Man konnte sie nicht essen, sie wurden gemahlen. Oder wie nennt man das, zerrieben. Man hat dort in jedem Patio steht eine Vorrichtung, die die Arbeit eines Mörsers verrichtet. Und da werden die Dinge, die Ingredienzien für ihre Soßen gemahlen. Mit Soßen sind sie großartig. Fast alle sind sehr scharf mit Chili-Gewürz. Und auch diese grünen Tomaten wurden zerrieben und mit Chile und so viel anderen Dingen gewürzt und dann zum Fleisch gegessen. Diese grünen Tomaten wuchsen mit einer Schale drumherum, mit einer dünnen Schale, die aussah wie ein kleines Lampion. Und ich sammelte diese Schalen für meinen Weihnachtsbaum. Und wahrscheinlich hätte man sie hier in Deutschland mit etwas Goldstaub besprüht. Aber da gab es nicht. Sie waren aber hellgrün und nahmen sich auch so ganz hübsch aus. Nun wollte ich auch gerne ein bisschen Schnee haben und nahm Watte aus der Apotheke und schmückte damit unseren Weihnachtsbaum. Und nachdem wir nun ein bisschen gefeiert hatten, ging mein Baum in Flammen auf, denn die Watte war nicht präpariert. Nun war ich natürlich
mein Mädchen kam aus der Küche mit unser Sohn, der damals 5 Jahre alt war, blies da rein. Und das Wind war natürlich sehr gut für das Feuer. Und sie kam aus der Küche mit einer Tasse Wasser und sagte, dieser Nino, warum hast du Blasen? Und wir schütteten nun die Tasse, da sie nun einmal da war, dieses Wasser in den Baum. Mein Mann raffte, das Bäumchen stand am Fenster, raffte den Vorhang zurück und stand einfach ruhig da und wartete, bis das Feuer vorbei war. Nun hatten wir einen Stumpf im Wohnzimmer und hofften, dass wir vielleicht noch einen Baum kaufen konnten, haben dann aber doch nichts mehr unternommen. Was das Essen in diesen Ländern betraf, zum Beispiel in Bolivien, so haben wir immer alles gegessen, obwohl es manchmal schockend, mexikanisch oder bolivianisch war. Im Allgemeinen aßen wir das gerne und wir waren bei unseren Bekannten, Bolivianern oder Mexikanern, dafür bekannt, dann gibt es Essen unter Essen, was nicht alle taten. Es gab zum Beispiel ein Gericht, was Mole, das ist kein Gericht, sondern ein Gewürz. Dies gibt nunmehr in Mexiko. Das war eine braune Paste, die 12 bis 15 Ingredienzien hatte. Mehrere Sorten Chile, 3 oder 4 Sorten Chile, Rosinen und was noch alles sonst da reinkam. Der Mann ging mit einem großen Eimer von Haus zu Haus, klopfte an die Hintertür und fragte, ob man vielleicht etwas Mole haben wollte. Die wurde, in dieser Mole war dann das Fleisch, es war eigentlich ein Festtagsessen. Es war ein rein indianisches Essen. Überhaupt in Mexiko ist das Essen noch weitgehend indianisch. Ich fuhr, als ich meinen letzten Besuch in Mexiko machte, unser Sohn lebte damals in Mexiko, und ich fuhr hin und wir gingen ins Innere, wo das Essen natürlich mehr indianisch ist als in den Städten. Und er bestellte sich ein Gericht, eine Art Farnwedel, Farnblatt, das mit dieser Mole bedeckt war. Und mit dieser schokoladenbraunen Farbe, es sah schrecklich aus. Und ich sagte, wie kannst du etwas essen? Er dachte aber auch, dass er einen suffisanten Ausdruck hatte. Das ist ganz gut. Und er aß das brav auf. Man musste sich daran gewöhnen. Und es gab viele Menschen, die nicht mexikanisch waren. Übrigens sind wir auch in Lima gewesen. Und Lima ist meiner Ansicht nach die schönste Hauptstadt. Ich habe nicht alle kennengelernt, sondern nur 4 von den Hauptstädten. Die schönste. Und das wussten auch die Spanier, und der Vizekönig aus Spanien hielt Hof in Lima. Und das hat weitgehend den Speisezettel beeinflusst. Das Essen in Lima war fadenhaft und jeder Europäer konnte das essen. Aber in anderen Teilen, wenn man wirklich indianisch essen musste, dann war das nicht immer so besonders gut. Wir haben dann in Lima noch manche Weihnachten verbracht, und es wurde um die Weihnachtszeit so gerade warm in Lima, und am 2., 3. Tage sahen die Kerzen ein bisschen bekümmert aus, und dachten sich nach rechts oder links, weil es warm wurde. Und so besonders weihnachtlich war es nicht. Ich war nicht kalt genug. Aber sonst könnte ich Ihnen leider nicht mehr viel erzählen, denn das meiste habe ich vergessen. Und der Keller war schon einigermaßen häuslich eingerichtet, sodass man also da für längere Zeit Unterschlupf finden konnte. Ja, und dann eines Tages tauchten mongolische Gesichter in unserem Keller. Das waren also Menschen, die ganz anders aussahen, als wie man es bis dato gewöhnt war. Aber neben diesen Mongolen waren das also auch russische Soldaten, die mit umgehängten Maschinenpistolen dann also hantierten, und
die auch ein Akkordeon mitbrachten. Und dann wurde in dem Keller Musik gemacht. Und aus der nahegelegenen Schokoladenfabrik, nämlich Fassbender, hatten sie Schokolade erobert und die brachten sie auch mit. Und verteilten sie an uns Kinder und stopften diese in unsere Mäuler. So, sodass sich also diese Russen und diese Feinde, von denen ja alle im Grunde genommen den größten Respekt besaßen oder eine sehr große Angst hatten, eigentlich als Kind als sehr liebenswürdige und freundliche Zeitgenossen erlebt haben. Dann hatte ich, naja, es war wohl mehr oder weniger Zufall, dann wechselten bei uns die Besatzungstruppen. Das heißt, vorher hatten die Russen bei uns im Hause noch eine Kommandantur eingerichtet. Diese Kommandantur, die brachte also zusätzliche Sicherheit. Aber dann mussten die Russen das Haus räumen. Dann ist es so, britische Soldaten ein. Und die britischen Soldaten, die übernahmen nun die Ordnung, zumindest in unserem Bezirk. Das war dann also British Sector. Und in diesem britischen Sektor wurde ich dann als Kind groß, wurde 1945 eingeschult, besuchte die erste Schule, es gab noch den Rohrstock, es gab Hiebe auf die Handinnenflächen, auf den Hintern. So fing die Schule an. Und was machten die Briten? Die konnten uns in Berlin nicht ernähren. Die packten uns also auf LKWs, brachten uns nach Westdeutschland, so wie den Raum Osnabrück. Und dort wurden wir zwangsweise beim Bauern einquartiert. Mutter, mit meinem Bruder und mit mir und mit meiner ganzen Klasse, Schulklasse, einschließlich Direkt und Lehrer. Und dort wurden wir in der Dorfschule unterrichtet. Im Winter gab es Holzklotzen, mit denen man also zur Schule marschierte, und unter diesen Holzklotzen packte der Schnee. Aber es war das beste Schuhwerk für die Landschaft, und mit diesen Holzpantinen bin ich heute noch sicherheitshalber ausgestattet, falls es mal wieder keine Schuhe zu kaufen gibt. So, und dann kamen wir also, nachdem wir ein Jahr auf dem Bauernhof gelebt hatten und auch dort Weihnachten gefeiert haben, und ich habe auch im Rheinland dann Weihnachten erlebt mit Knecht Ruprecht und der Bischofsmütze. Und der hatte noch so einen Angenhängsel dabei, so einen Mann, der in klirrenden Ketten die Treppe hochkam und uns Kinder also fürchterlich erschreckte. Aber dieser schreckliche Kerl, der war der Begleiter von Knecht Ruprecht und stellte das Böse dar und Knecht Ruprecht das Gute. Knecht Ruprecht hob dann diesen Spuk auf, verurteilte den zum Schweigen und verteilte dann die Geschenke. Ja, und dann ging es zurück nach Berlin wieder, nach einem Jahr. Dann kam die Blockade 1948. Ich wurde quasi fast zur Adoption freigegeben bei Onkel und Tante. Aber dann zog Mutter das Angebot zurück und ich landete also wieder zu Hause. Und dann bin ich 1951 auf Großvaters Rat in die Pfadfinder eingetreten. Diese Pfadfinder wohnten in Berlin, in West-Berlin, an Weihnachten 1947 auf der Insel Lindwerder, mitten in der Havel gegründet. Und wir, die wir die künftigen Lindwürmer sein sollten, die sozusagen da groß geworden sind und unsere Erziehung genossen haben, wir hießen Schwarze Drachen. Und 1949 auf einem Grundstück wurde es dann üblich, Weihnachten zu feiern, indem ein Baum mitten im Wald mit Kerzen geschmückt wurde und mit Lametta behangen wurde. Und da wurde die Weihnachtsgeschichte vorgelesen und da wurden Lieder gesungen
und da wurden Grüße ausgerichtet. Und diese Waldweihnacht von 1949 angefangen, ja, die besuche ich in diesem Jahr nun das wiederholteste Mal. Es ist immer am 23. Dezember, wir treffen uns am Stölchensee, ziehen in den Wald auf unseren alten Tingplatz und wer da noch trauen kann mit seinen über 70 Jahren, der stellt sich in einen Kreis mit Fackeln und auch dort wird die Weihnachtsgeschichte vorgelesen und auch dort werden die Grüße von den vielen Teilnehmern dieser unserer ehemaligen Pfadfindergruppe ausgerichtet. Wir haben in diesem Jahr ein besonderes Ereignis gefeiert. Es bestehen die Pfadfinder 100 Jahre. Beben Paul, der Gründer der Pfadfinder, hatte sein 150. Jubiläum gefeiert, seinen Geburtstag. So, ich denke mal, hier schließe ich mit der Geschichte. Unsere Vorsitzende, die wird schon im Sommer gedrängelt, Antrag stellen. Wir brauchen Weihnachten wieder Geld für eine Weihnachtsfeier. Und so war es auch dieses Jahr wieder. Wir haben ja nun, wir waren so ein bisschen aufgeteilt, wir sind also 6 Leute, damit, es kann keiner alleine beherrschen. Wir sind so, ich schätze, zwischen 120 und 150 Bürger, die über 80 Jahre sind in Mainzdorf. Also es ist ganz schön. Selber wir zwei haben, ich glaube, um die 40 Leute. Davon sind natürlich eine bettlägerig nicht, die können nicht mehr laufen oder so weiter. Wir suchen also immer jemanden aus, die zu so einer Weihnachtsfeier auch noch selber kommen können, Spaß dran haben, Freude dran haben und wenn es anders geht, wir haben es auch schon geholt. Und dieses Jahr war es vor 14 Tagen. Wir haben das schon rechtzeitig gelegt, weil sonst Termine immer über sich übereinander schneiden. Nachbarschaftszentrum, die Kirche, die Volkssolidarität. Jeder kommt und will dann sowas machen. Jedenfalls haben wir das bei uns im Café Gersch. Das ist ein wunderbares Café. Wir machen das schon jahrelang dort. Wir haben Platz für ca. 45, 46 Leute. Mehr kriegen wir dort gar nicht rein. Aber so viel kommen dann auch, weil wir die Leute besuchen, mit denen sprechen, einladen, persönlich einladen, also nicht bloß die Einladung schnappen und durchschwecken, so wie also die Frau Dr. Macht gemacht hat, in NBZ uns eingeladen hat, hier herzukommen. Also und den persönlichen Kontakt mit den alten Leuten pflegt. Und das ist nicht bloß zu Weihnachten so, sondern wir gehen zu den Geburtstagen hin. Und es kommt natürlich darauf an, kommt auch so, dass wir uns mal bei einer Plus oder bei einer anderen Stelle begegnen und einen Schwatz machen. Aber dieses Jahr wieder Weihnachten, es war so schön. Ich weiß nicht, warum wir jetzt zu Tränen kommen, aber das war so schön, wie die Leute, die heute auch mit Musik mitgesungen haben, wir haben Texte vorbereitet und dann kam es auch so eine Sache. Meine Frau spielte das Akkordeon und hat natürlich halt bei einem Lied eine Strophe weggelassen, weil sonst, wir haben gesagt, das wird sonst zu lang, steht jemand auf und sagt, also hier fehlt noch eine Strophe. Man muss immer noch dran denken, wie geistig mobil diese Leute sind und mitmachen. Und wie sie sich gefreut haben, wieder zu so einer Veranstaltung zu kommen. Nicht nur uns zu sehen, sondern den Nachbarn, den sie manchmal ein halbes Jahr nicht sehen, oder eine Schulfreundin oder irgend sowas, sodass sie untereinander den Kontakt auch wieder pflegen können. Und das ist auch schön. Und habe da meine Möwe mir abgeholt für den ersten Flug. Und dann kam ich in ein Kinderlandverschickungslager. Ich glaube, wie das ein Begriff ist. Ja, die wurden von der Schule, ich ging damals auf dem Deutschland-Deutschen Gymnasium, wurden wir von der Schule aus
aufs Land geschickt, weit weg von der Stadt. Und dort verbrachten wir bis Weihnachten unsere Zeit damit, mich mit dem Lernen, mit Ausbildung, im Gewehrschießen, im Handgranatenwerfen und allem so Quatsch. Ja, ich damals gefahren. Wir hatten also ganz wenig Schule. Ja, wir haben die Meter durchgeraubt durch die Landschaft, als wir Unterricht hatten. Ja. Und dann kriegten wir Urlaub vor Weihnachten. Und da muss ich sagen, so lange ich mich erinnern kann, der Opa, also der Vater meiner Mutter, der war, wie sagt man so, man sagt es nicht der Boss, aber er war der Chef. Der Familie, die Sippe hatten. Und Markus war der Sohn, die wohnte jeder nicht für sich und die wohnten alle zusammen, auf einem Grundstück. Ja, und der hatte eine Tafel, die war so groß wie der Tisch da, dann haben wir da Mittag gegessen, mit 12 Personen. So war das da, ja. Und Weihnachten kam noch eine Tafel dazu, dann kamen seine beiden Söhne noch und die Tochter. Und dann war jedes Jahr, zu Weihnachten waren alle da. Und wenn ich mich erinnern kann, von klein auf, war das so, dass ja die Männer und auch der Opa, obwohl sie katholisch waren, mit uns evangelischen Kindern, die sind eine evangelische Kirche gegangen sind, zu den Messe abends. Ja. Und die Frauen haben dann alles vorbereitet, Weihnachtsbaum geschmückt und alles, wenn wir von der Kirche kamen, das war alles geschmückt und Geschenke waren da. Und Weihnachten war immer, wie soll ich sagen, für uns Kinder keine Überraschung, aber es herrscht eine freudige Stimmung. Und dieses Mal, 1944, da war Krieg. Der eine Onkel, der war in Warschau bei den Partisanen, der andere Onkel war bei der Wehrmacht, bei der deutschen Wehrmacht hier. Also war alles verteilt, ja. Und wir waren nur noch Oma, Opa, meine Mutter, noch die Tochter, die Schwester von meiner Mutter. Also wir waren nur 6 Personen und 3 Kinder. Eine ganz kleine Gruppe bloß noch. Und der Opa ging auch nicht mit in die Kirche mit uns. Wir blieben da. Und, naja, und das war der letzte Weihnachten, was wir gehabt haben. Da habe ich ihn nie wieder gesehen danach. Alles. Dass es schneite. Und dann unter dem Weihnachtsbaum und die Geschenke waren bescheiden. Also ich weiß, dass ich 2 Jahre immer ein Schimmelgeschenk bekommen habe und später eine Burg. Und das hat dann mal abgewechselt. Mein Bruder hat es nächstes Jahr gekriegt. Und dann später gab es was zum Anziehen. Also nicht solche Wünsche, wie es heute üblich sind, waren wir nicht gewöhnt. Also diese Weihnachtstage meiner Kindheit, die habe ich in Erinnerung und sind glücklich Zeiten gewesen. Bis dann der Krieg kam und ich verführt worden war, begeistert war, mich freiwillig gemeldet habe. Mit 17 Jahren war ich dann in der Weihnachtszeit, Ausgang November, nochmal in Genesung und Einsatzurlaub zu Hause. Und da erlebte ich schon, wie Panzergreifen ausgehoben wurden und wie man sich vorbereitete auf den Ansturm der Russen. Und ich bin dann am 4. oder 5. Dezember von zu Hause weg und habe dann den ersten Adventssonntag noch zu Hause erlebt. Das war der letzte Sonntag zu Hause. Und ich bin dann von meiner Einheit in den Einsatz gekommen in der Ardennenoffensive und sollte dort mit dem Krieg gewinnen helfen. Damals habe ich noch dran geglaubt und hatte dann auch schon erlebt, mit 17 Jahren, 2 Tage nach meiner Einberufung, wurde ich bei einem Bombenangriff verwundet und kam ins Lazarett. Und jetzt war ich nun in der Eifel eingesetzt und am Heiligen Abend sollte ich meinen
ein Fahrzeug übernehmen. Ich war als Kraftfahrer ausgebildet und sollte mit dem Fahrzeug dann den Krieg erleben. Aber am Heiligabend hat es irgendwie nicht geklappt. Und als ich dann zu dem Fahrzeug gegangen bin, wo ich eigentlich gar nicht hin sollte, ich sollte ein ganz anderes. Ich bin aber falsch gelaufen, sowas passierte auch, und bin da bei einem Kameraden gelandet und habe mich da gemeldet. Und da sagte der zu mir: Was willst du denn hier? Ich habe selbst nichts zu tun. Ich fuhr einen alten russischen Ford, so einen Altaner. Also wir waren eine Nachrichteneinheit weit hinten eingesetzt und da passierte sowas. Und dann habe ich mit dem Kameraden, es waren ja die Jabus, die Bomber, die uns da angegriffen haben. Wir waren ja keine Fronteinheit, sondern in der Etappe. Und da haben wir in der Eifel, in einem kleinen Dorf, ich weiß nicht, wie das hieß, in einem Keller gesessen, Heiligabend. Und haben da auch in einem Keller geschlafen, das war nur auf Kartoffeln. Und was ich da in Erinnerung habe, das war also das Weihnachten, die Kindheit, noch zu Hause und schon das Wissen, dass die Russen kamen, das war ja schon abzusehen. Und dann die Gedanken, die jetzt alles hochspulten, was die Erlebnisse waren. Und das erste Mal zu Hause ohne Weihnachten und mit der Ungewissheit, was passiert zu Hause, sind meine Erinnerungen. Und dann ein ganz persönliches Erlebnis, was heute noch nachwirkt war. Wir haben in einem Keller auf den Kartoffeln gelegen und da sind die Ratten über mein Gesicht gelaufen. Und wenn ich heute eine Ratte sehe, dann sage ich meiner Frau, mache ich die Augen zu, da sind die Ratten weg. Wenn im Fernsehen sowas ist, kann ich heute nicht mehr sehen. Also ich will sagen, die tiefe Angst und das Ungewisse, Weihnachten 1944, das werde ich nie vergessen, weil ich jetzt ja gar nicht gewohnt war. Ich war plötzlich, ich hatte ganz andere Vorstellungen vom Krieg. Also es stimmte alles nicht überein, was wir gelernt hatten und was wir uns erzählt haben und was alles so toll war, sind meine Erlebnisse. Und dann, der Krieg hat es gut mit mir gemeint. Ich bin 44 am 14. August, ein Jahr an meinem Geburtstag, entlassen worden und habe 1945 nun aber alleine. Ich wusste nicht, wo meine Eltern sind. Die Heimat war verloren und ich war in Markthilfe bei einem Kriegskameraden, bei den Eltern. Der war noch in Gefangenschaft, aber ich konnte denen sagen, dass der Karl lebt. War meine erste Weihnachten und von da an ging es wieder aufwärts. Also das Erlebnis der tiefen Niederlage mit dem Dastehen praktisch nur am Hemd und nichts am Leib. Und dann erlebt die Zeit bis heute, die Weihnachten, die da kamen. Also ich sage immer, was wir in der Vergangenheit uns selbst eingebrockt haben und auslöffeln mussten, wird uns heute uns rentner. Wir können sagen, uns geht es heute noch gut. Die Jugend muss schon wieder kämpfen um Arbeitsplätze und Unsicherheit. Aber man muss vorwärts denken und das habe ich immer gemacht. Und das ist das Erlebnis Weihnachten 1944, ein tiefer Einschnitt in meinem Leben. Und da denke ich immer dran, wenn Weihnachten ist. Wir etwas abseits sitzen und verband den Großvater mit seinem Schlüsselchen zum Ofen. Er muss sich auf die Ofenbank setzen, muss dort seine Suppe löffeln, die Kinder sitzen an den Tisch rum. Kurze Zeit später, nachdem das Essen beendet ist, ist dann die Geschenkübergabe und Bescherung heißt das dann nicht, das wird dann anders geregelt. Die Kinder bekommen alle ihre Geschenke und der kleinste Sohn bekommt, weil er immer so gerne das gibt, alte russische Schnitzmesser geschenkt. Was macht der? Nimmt aus dem Kamin ein großes Holzscheit, setzt sich unter den Weihnachtsbaum und fängt kräftig an zu schnitzen. Die Eltern sind natürlich sehr verwundert und schauen sich das eine Weile an. Und dann ist der Vater doch sehr unruhig, weil er denkt, der Sohn verletzt sich und ihm ein bisschen Zeit, wie es gemacht wird. Und sagt, nein, ist gut, ich lasse mir Zeit. Und er sagt, was machst du denn da? Und da sagt der Sohn, ja, ich schnitze ein Holzschälchen. Und sagt der Vater, wieso schnitzt du denn jetzt ein Holzschälchen? Sagt er, ja, ich brauche sehr lange.
denn bis ihr alt seid, bin ich fertig. Und damit ihr dann am Ofen mit dem Holzschälchen essen könnt, schnitze ich euch eins. Und da kommt dem Vater natürlich eine bestimmte Erkenntnis. Und von dem Tag an darf der Großvater wieder mit am Tisch essen.